Willkommen zurück zu Ozzys Earth Adventure. Und ich weiß gar nicht, in welchem Level wir hier sind. Ich weiß nur noch, dass ich die letzten paar Minuten von der letzten Folge übelst mal wieder gefailt hatte. Hoffen wir doch mal, dass wir das jetzt nicht so weiterführen. Wobei das jetzt schon wieder ein sehr riskanter Sprung war. Hopp! Ja, sehr gut. Gut, dass das Floß jetzt wegfährt. Herzlichen Glückwunsch. Floß, komm her. Komm. So. Und hup. Hier können wir nichts. Oh, und diesmal achte ich drauf, obwohl war ja nichts passiert letztes Mal, aber ich hätte auch ins Wasser fallen können. So, ja, das ist lustig hier. Okay, hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Manchmal ist es auch einfach der Kopf, der einem es nur schwieriger macht. So. Oh. Ja, das sind die Lümmel, die wir nicht killen können. Vermute ich zumindest. Ich weiß ja nicht, ob es einfach ein Pech war, dass das eine Mal nicht ging. Bop. Checkpoint, hey. Gib her, ich habe also die normalen Sternchen wieder auf jeden Fall. Haben wir schon einen dicken Stern in dem Level hier? Ich glaube nicht, ne? Also entweder geht das Level noch eine ganze Weile oder wir haben irgendwas übersehen. Oh! Alter, ich treffe natürlich die Stacheln, war ja klar. Aber war auch eine relativ fiese Geschichte. Ist ja nett, dass hier wieder... Kommen die sind die Schilder hier eigentlich immer gewesen? Achtung, Haselnuss, Eichel. Wie komme ich jetzt auf Haselnuss? Weiß auch kein Mensch, ne? Da war tatsächlich ein Doppelsprung nötig. Das sind die, die wir killen können. Pop! Machen wir doch prompt. Pop! Daneben! Schon wieder daneben, Alter. Dann halt nicht. Dich aber. Boah! Ich hätte die anderen doch killen sollen. Ja, den kann man nicht. Okay, runter geht schneller als hoch. Na gut, ist so eine gewisse Logik dran. Und bam, Checkpoint, hey, ach, der springt. Super. Oh, ging aber. Dürfen wir nur nicht vor dem nächsten Checkpoint nochmal. Könnte ich wetten, wenn wir jetzt vor dem nächsten Checkpoint sterben und da wieder lang müssen, dann werde ich versagen. Könnte ich echt wetten. Oh, 4 von 5 Sternen. Okay, wir hatten also schon... Welche? Verdammt! Kann ich ja nicht irgendwie... Ach, ich kann die Kamera auch ein bisschen verschieben? Okay. Ne, ich kann so nicht runter. Hopp! Alter! Ich meine, die Hitbox, die nicht immer hundertprozentig ist, die war ja... Shit! Die war ja schon mal unsere Hilfe, aber in dem Fall war sie auch wieder fies. Alter, ich wusste es. Ich habe so gewusst, dass wir da fehlen. Gut, die darf man nicht treffen. Wissen wir das auch? Ich meine, bei den Fischen hier hatten wir ja mal den Hinweis gekriegt, dass man die gar nicht berühren darf. Aber den anderen wussten wir es ja gar nicht. Alter! So. Hopp! Alter! Haha, klappt!
So, man sollte das Glück nicht überstrapazieren. Hup. Hup. Ey, das gibt's doch gar nicht. Nein. Das klappt tatsächlich. Es ist auch Wahnsinn. Wow, das war eng. Das war richtig eng. Konzentrieren, Amiga. Konzentrieren, Amiga. Wow. Mann. So, hopp. Ist da oben was? Nee. Nach oben kann ich... Doch, die kann ich nach oben auch ein bisschen, die Kamera. Okay. Das sind wieder die, die ich töten kann. Sollte man dann auch tun, glaube ich. Machen wir erstmal so. Dann kann man die Igel besser sehen, die da runterrollen. Ich war geneigt, nach links weiterzugehen, bevor ich wusste, dass da Stacheln kommen. Verdammt. Checkpoint. Ich freue mich immer so sehr über Checkpoints. Wobei man sich da hier bei dem Spiel bisher echt nicht beklagen kann. Die sind fair gesetzt, finde ich. Das hier finde ich allerdings... Achso, das ist eine Pause. Okay. Ich wollte gerade sagen, das finde ich nicht fair. Okay. Das ist wieder Pause. Oh! Die Igel haben auch eine fiese Farbe, finde ich. Hat man schnell mal übersehen. Blub, 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 blub. Yay, 5 Sternchen. Dürfte bedeuten, dass wir, vermute ich jetzt mal, weiß ich ja nicht, dass wir wieder eine Challenge freigeschaltet haben. Der kam nicht ganz runter, okay. Der auch nicht, ach. Hup. Level Ende. Neues Arcade-Level, neue Challenge-Level, neue Bonus-Challenge unlocked. Okay, machen wir aber nicht, sondern wir machen das normale weiter. Wie gesagt, gucken wir mal, ob wir die normale Story durch haben. Ob wir dann die anderen Sachen uns nochmal näher angucken. Heißt dieses Level hier Arachnophobia? Habe ich das jetzt richtig gelesen? Ich habe da jetzt nicht genau drauf geachtet, aber so, ich meine, da hätte es gestanden. Würde das bedeuten, dass hier noch Spinnen kommen? Hm. Schauen wir mal. Na, da kommt schon mal ein Hinweis. Spiders are in vulnerable. Don't jump on them. Okay, also das sind... Wie immer man dieses Wort ausspricht, jetzt weiß ich wenigstens, was es bedeutet. Man kann sie nicht töten. Genau wie die hier nicht. Obwohl wir bei denen noch nicht probiert haben. So geht's. Ah. Platsch. Okay. Bei denen hat man nämlich nicht den Hinweis. Oh Gott, da oben sehe ich jede Menge Stacheln. Da oben rechts. Genau da. Verdammt. Und da sind Spinnen. Was sollen Spinnen sein? Das sieht irgendwie aus wie ein Kochtopf mit 3 Augen. Naja, egal. Hup. So,
Nee, mein Freund. Obwohl, ist ja nicht mein Freund. Warum sage ich mein Freund zu dem Vieh? Weiß auch wieder kein Mensch. Wie komme ich darüber? Mit einem Doppelsprung. Wupp. Ja, und da zeigt der Schatten es mir auch, nachdem ich es schon gemacht habe. Der ist aber auf die Kante gesprungen, ne? Und hoppala! Ich fürchte, die Spiders werden wir jetzt noch öfter kriegen. Und ich glaube doch... Wo geht's jetzt weiter? Da oben oder hier unten? Ich glaube, hier oben geht's weiter. Wie, der schwebt übers Wasser, was ist das? Ah, siehst du, hier ist nämlich Sternchen. Komm wieder her, komm. Komm, liebes Floß. Ich frage mich gerade, von welchem Stern unser Ossi hier wohl kommt. Gut, dass ich jetzt ignoriert hatte, dass die Eicheln da kommen. Alter! Hopp! Ach, das sind wieder die Lümmels, die wir nicht killen können. Auch wenn wir da keinen Hinweis drauf hatten. Wo? Oh. Das war sehr schön. Da habe ich mich total verschätzt. Irgendwie total... Ja, was heißt verschätzt? Stimmt gar nicht. Ich habe irgendwie total ignoriert, das passt nicht. Ich habe es gesehen. Alter. Aber hab's ignoriert. Ja, so langsam haben wir hier aber einiges an Gegnern. Jetzt haben wir hier einen herrlichen Gemischmasch. Von allem mal was da. Sehr schön. Hopp. Alter. Ich springe natürlich wieder genau rein. Ja, ich war jetzt gerade nach oben am gucken, ob da vielleicht irgendwas ist. Fragt mich bitte nicht, warum ich das getan habe. Hup. Und weiter. Ne, ich mach den dritten Sprung nicht. Ist der runtergeklettert? Da kommt er gerade wieder hoch. Ach, guck an. Guck an. Und so langsam wird das mit den versteckten Schnecken auch immer gemeiner. Hat der hier, das sehe ich ja jetzt erst. Der hat ja eine Bauarbeiterritze. Alter. Da kann man hoch, oder? Nö. Doch. Die Spinnen gibt es auch an Lian. Okay, beziehungsweise an Spinnenweben, die von oben herunterkommen. Da war gerade ein Text unter unserer Punktzahl und Lebensanzeige. Ich habe aber leider nicht erkennen können, was es war. Freileben gekriegt oder so? Kann das sein? Hm.
Water bubbles bounce you into air. Use them to get past the water. Ach du Scheiße. Na komm, dich, auch wenn du gar nicht so mehr runterkommst, will ich da weg haben. Ich muss jetzt also... Zeig mir das mal, Schatten. Ja, hab ich mir gedacht. Boing. Die gehen dann kaputt. Okay, man darf also gar nicht zögern. Ja, was dann genau hier lustig werden könnte. Hätte aber geklappt, wenn ich nicht so doof wäre. Ja, Amiga. Ganz klar. Okay. Gucken wir uns in der nächsten Folge an, die Wassermuggels. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ciao.